Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer weiteren Runde in Grim Dawn, immer noch in der Aufnahmesession von heute Morgen. Wie gesagt, einige Tage jetzt nichts gekommen, aber ich gelobe Besserung, beziehungsweise ich hoffe, mir geht es bald schnell wieder besser, dass ich auch wieder mehr aufnehmen kann. Gut, aber so schaffe ich es auf jeden Fall doch noch, die ein oder andere Folge diese Woche rauszuhauen. Das finde ich sonst auch selber doof, wenn da nichts kommt auf meinem Kanal. Was denn? Was ist hier los, ja? Wisst ihr auch nicht so genau, ne? Nerven wollt ihr mich? Das ist der Punkt. Ah, hier, guck mal. Tschüss. Was, da hat einer überlebt? Schweinerei. Hör auf. Ja, komm mal her. So. Das gefällt mir. Schön von hinten reinbratzen. Und trotzdem kann die junge Dame auch zuhauen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Hier geht's nicht weiter. Da allerdings auch nicht. Dann kann ich nur da oben versuchen weiterzukommen. Das müsste allerdings gehen, sag ich doch. Aufhören, Sitz machen, sag ich doch. So. So. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Was denn? So, die Rüstungsplatte nehmen wir natürlich. So, schön die Lebenstöne nochmal einmal so machen. Ja, das passt. Da ist ein Gegner, würde ich sagen. Oder das letzte Büchlein, eins von beiden, man weiß es nicht. So. Hier ist, ach, das letzte Büchlein haben wir hier, okay. So, das haben wir gemacht. Quest abgeschlossen. Das ist schon mal schön. Aber hier geht's noch weiter. Schnauze. Das nennt man dezentes Aufräumen, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ganze Gebiet hier größer. Schnauze. Der eine Tod ärgert mich schon ein bisschen, den ich vor drei Folgen waren es, glaube ich, vor drei Folgen hatte. Weil bisher läuft er in die Linie wie Tüt. So, was haben wir denn hier? Lass mal auf die Map gucken. Na, wir können uns das jetzt aussuchen. Aber da, wir gehen jetzt mal hier unten lang. Keine Ahnung warum. Ich mag es einfach, dass wir jetzt hier unten lang gehen. Gibt es keine wirkliche Begründung für. Schnauze. So. Ja, macht nur weiter so. Beim nächsten Mal werde ich auch die Skelette wieder hoch aufpimpen. Wo geht's denn hier hin? Alte Narben. Das ist doch das, wo wir hin wollen. Aber erstmal. Hey, du bleibst stehen. Was fällt dir ein? So. So. Das Schwert, was ich, ist das? Uraltes Lesepult mit nichts drin, auch schön. Na dann. Begeisterung pur. Hier geht's nicht weiter. Schade, schade. Okay, aber da ist noch ein bisschen was Dunkles. Das möchte ich noch erkunden. Bevor wir jetzt in die nächste Stufe runtergehen. Obwohl, das ist ewig weit. Und das, da ist aber noch eine ganze Menge. Nee, da gehe ich nochmal zurück, Leute. Tut mir leid. Aber ich will hier auch nichts verpassen.
nicht irgendeinen Gegner, den wir vielleicht machen müssen oder sonstiges. Und nachher suche ich mir wieder einen Wolf. Da kommen wir nicht durch, also muss ich hier ganz rumgehen. Hab ich aber echt eine Menge verpasst. Verdammter Scheiß. Muss man mal so sagen. Aber hier unten ist auch kein Portal oder so. Das ist doch ätzend. Da musst du echt rennen wie so ein Verrückter, ne? So. Ich unterbreche die Poweraufnahme mal eben ganz kurz und laufe da mal eben hin. Kleinen Moment bitte. Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe jetzt die ganze Map erkundet. Da hinten war echt nichts mehr los. Aber gut, ein paar Gegner, laufende EPs haben wir uns geholt. Und wir werden jetzt in die zweite Etage der Ruinen gehen. Da steht hier auch geschrieben, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Alte Narben, die Quest wollen wir da machen. Schauen wir mal, so was passiert. Wir sollen die drei Gegner hier unten zerschroten. Ne, da können wir nicht lang, weil das ist eine Treppe. Dann wollen wir das jetzt mal tun. Was denn? Kann ja wohl nicht angehen hier. Stresst mich nicht. So, gucken wir mal weiter hier unten rum. Lalala, wir können auch mal daran lang gehen. Ich bin ja immer sehr entscheidungsfreudig, wie ihr merkt, welchen Weg ich gehen soll. Irgendwie ist das so... Ach, tolle Wurst. Das hat ja funktioniert. Aber hier können wir lang. Mal schauen, auf wen wir hier unten treffen. So, Schnauze, du hörst da mal mit auf. Aufhören. Holla, die Waldfee, der kann ganz gut was einchecken, der Bursche. Meine Fresse nochmal. Hätte sie auch mal schneller sterben können, oder? Das muss ich da jetzt die ganze Zeit reinhalten. So, was denn? Hier, Jungs, da ist ein Boss. Ich ziehe mich mal eben zurück. Hau ab. Hau ab. Stirb einfach. Ja, geht doch. Sag ich doch. So, wer schießt denn auf uns? Ist ja wohl nicht wahr. So. Aha. Okay. Lebensessenz. So, so und so. Da unten könnte ein bossiger sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wird mir auf jeden Fall ein Ziel angezeigt auf der Map. So, wollen wir mal gucken hier. So, da ist dann auch mal schnell Asche. Schön Essenz aufsaugen. Wer bist du? Oh, du bist einer von den dreien. Habe ich mir was gedacht. Können wir die Skelette mal eben neu herholen? Alter, lass den Scheiß. Hör auf mit dem Scheiß. Sag ich doch. So, das war der Bursche. Nummer uno. Lebenssens, beschädigte Klaue, irgendein Spektralschild. So, eins von drei, ne? Doch nicht? Ne, doch, einer fehlt noch. Den einen habe ich wohl schon gekillt. Gar nicht so richtig wahrgenommen, aber macht ja nichts. Lass das. Lass das. So, schauen wir weiter. Hallöchen. Hau ab. So, das war das. So. Tülülü. Na gut, da hinten geht es noch eine ganze Ecke weiter.
schauen wir mal, ob wir Nummer 3 hier auch irgendwo finden. Oder ob wir da noch tiefer müssen. Oh, Stufenaufstieg machen nimmt man ja gerne mit, so ist das nicht. So. Jetzt wollte ich bei den Skeletten investieren. Weniges Wille ist natürlich auch nicht so scheiße. Naja, gut, wir machen das erstmal hier nicht. Sondern ich wollte bei diesem, was habe ich hier? Genau, ich wollte einen Punkt auf jeden Fall da reinsetzen. Und noch einen. Jetzt habe ich auch keine mehr. Doch, einen habe ich noch. Haben wir hier denn böses Vorzeichen? Nee. Hier packen wir nochmal einen rein. Und dann haben wir auf jeden Fall bei den Attackewerten uns verbessert. Und wir brauchen die Skelette. Die 7. Aber immer noch nur 3, oder sehe ich das falsch? Verstehe ich jetzt nicht. Wartet mal. Okay. Und mächtiger, ja, das ist ja schön. Aber ich verstehe es gerade nicht. Weil ich dachte, die Beherrschung des Wiederaufstiegsrituals verringert die mentale Belastung. Dadurch ist es dir möglich, zusätzliche Diener zu kontrollieren. Plus 2 Beschwörungslimit. Hm. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was kommt denn hier noch dann? Okay, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es sind immer noch nur 3. Verstehe, wer will. Gut, aber wir machen mal weiter. Da will ich mich jetzt gar nicht mit auseinandersetzen. Das ist diese Treppe, die wir vorhin schon gegangen sind. Da geht es, glaube ich, noch weiter. Da ist noch ein Höhlenausgang. Ah, nee, da sind wir reingekommen. Hallo? Ah, komm mal her hier. Lebensentzug. So. Schnauze. So, dann schauen wir weiter. Die einzige Richtung, die wir gehen können. So. Aha, da haben wir doch einen Gegner. Hau ab. Abhauen, sagte ich. Die 7 mal ein bisschen neu. Hörst du mal auf. So, da ist er gefallen. Aber das war nicht der, den ich töten wollte. Definitiv nicht. Ah ne, das sind doch 4. Verdammt. Jetzt habe ich umsonst gemeckert. Aber meckern geht eigentlich immer. So, ein Kistchen. So. Achso, das habe ich gar nicht genommen. Naja, war jetzt auch nicht, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn nicht. War jetzt nicht so toll. Haken. Das ist zu weit weg. Na gut. So. Dann haben wir den. So, dann schauen wir mal hier. Ach, Hallöchen, hab ich keinen Bock drauf, Jungs. Echt nicht. So. So, ach, da oben ist noch ein Sternchen. Sternchen kann in dem Fall eigentlich nur bedeuten, dass er jetzt fällig ist.
Dann wollen wir mal. Ey, Bossiger. Aber erstmal das Gesocks hier wegmachen, bitte. Na, die 7 mal neu. Die 1 mal im. Autsch, friert der Sack mir nie ein. Wenn du meinst, dass du so mit mir umgehen kannst, liegst du aber falsch, mein Freund. Das ist auch die letzte von den dreien. Oh, ich muss aufpassen wegen meinem Leben. Scheiß Schaden, den der Sack rauskotzt. So, Rowena, das dürfte es jetzt für dich gewesen sein, sag ich doch. So, das haben wir jetzt auch. So, so und so. Und so. Und so. Und jetzt sprechen wir mal mit den beiden Burschen. So. Wo wollen wir denn mal hin? Das nächste Portal ist dann. Das müsste doch eigentlich das hier sein. Denke ich mal. Oder? Hallo? Map? Ja, das ist schon nur eine andere Kamera an sich, glaube ich. Dann rennen wir doch da nochmal hin. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da unten. Genau. Und wir sind. Okay, dann. Müssen wir sowieso hier lang. Einen anderen Weg gibt es ja nicht. Und dann würde ich mal sagen, das hier ist der. Nein. Das hier ist der kürzeste Weg. So, tüdelülü. Ja, definitiv. Hier jetzt runter. So. Wo ist er denn? Da ist er doch. Ja? Großartig. Mein Vertrauter ist, wenn ich richtig spreche, mit Calderos bei den Stufen der Folter in den Broken Hills. Okay. What the fuck? Wo sind die Broken Hills? Regionskarte. Da. Da soll ich mit ihm quatschen. Irgendwo hier. Gut, das werden wir aber nicht mehr in dieser Folge machen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sind gespannt, wenn es in die Broken Hills geht und vor allen Dingen, wie wir da hinkommen. Das ist ja auch so eine Sache, wenn ich das mal so sagen darf. Aber da geht ja eigentlich nur dieser Weg hier hin. So, einmal darunter. Wir schauen dann mal und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.